Als nächste die Grünabgeordnete Roberta Lichtenegger. Danke, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Damen und Herren. Ja, nach 20 Monaten intensiver Arbeit ist es auch Zeit, dem Team Danke zu sagen. Und damit möchte ich im Namen vom Kollegen Werner Kogler und mir ganz herzlich unserem Team Edgar Blocher, Hermann Dummer, Roland Spitzlinger, Inge Hausbichler, Marc Schimpel, Heinz Hattinger, Wolfgang Nickelfeld, Josef Meichenitsch für die intensive und kompetente Arbeit danken. Nach 20 Monaten Arbeit und den Fakten, die wir am Tisch haben und die Lehren gezogen haben, ist es jetzt auch an der Zeit zu sagen, was muss an Konsequenzen tatsächlich hier jetzt folgen? Was muss in Gesetze gegossen werden und welche Handlungsstränge stehen uns jetzt offen, um zu verhindern, dass so ein Finanzdebakel wieder passieren kann? Und da möchte ich mit dem Bereich der Haftungen beginnen. 2006 hat das Land Kärnten sage und schreibe für 24,7 Milliarden Euro gehaftet. Gerade mal bei Einnahmen von 1,9 Milliarden. Und es wurde ganz ungeniert weiter Haftungen angeboten. Und da möchte ich aus dem grünen Hypo-Bericht, den Sie bei uns auf der Homepage natürlich abrufen können, genauso wie auf der Parlaments-Homepage, zitieren. Auf der Seite 31, da hat der damalige Landeshauptmann Dobernit und jetzige Bundesrat der FPÖ in Kombination mit dem Dörfler in Kombination mit Herrn Dobernik an den Staatsminister Fahren schon in Bayern geschrieben Folgendes, und ich zitiere: Wie wir bereits bei diesem Anlass deponiert haben, ist das Land Kärnten gerne bereit, bei der Neuausrichtung der Hypo Alpe Adria International AG zur weiteren positiven Entwicklung der Bank unterstützend mitzuwirken und auch für die geplante Anleihe bei Einhaltung der dargelegten Bedingungen eine Landeshaftung zu gewähren. 2009 im März, gerade einmal 9 Monate vor der Verstaatlichung, ein weiteres Angebot, die Haftungen zu übernehmen. Und eines muss man klar sagen, Herr Kollege Angerer, 2004 wurde mit den Stimmen aller im Landtag vertretenen Fraktionen das Auslaufen der Haftungen beschlossen. Das Auslaufen. Und das war ein ganz wichtiger Schritt, wenn auch mit viel zu langen Übergangsfristen. Aber das hat man den Interventionen zu verdanken, dass es derartige Übergangsfristen gegeben hat. Was ist die Lehre daraus? Die Lehre ist, wir brauchen Haftungsobergrenzen, nicht nur für die Bundesländer, sondern selbstverständlich für alle Gebietskörperschaften und vor allem für die Kommunen. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Und selbstverständlich brauchen wir eine klare, transparente Darstellung, was denn in diese Haftungen reingerechnet wird. Da wissen wir, dass wir quer über Österreich überall unterschiedliche Systeme haben. Das ist längst überfällig. Und eines muss man sich nach diesem Debakel auch fragen. Ist es die Aufgabe von Bundesländern, Haftungen für Banken zu übernehmen? Ich sage, nein, das ist es nicht. Auch hier muss ein Umdenken stattfinden. Der zweite große Bereich ist das Insolvenzrecht. Es hat schon einen entsprechenden Antrag gegeben. Er hat die Mehrheit hier herinnen nicht gefunden. Die Bundesländer dürfen sich nicht erpressbar machen. Wir brauchen ein Insolvenzrecht für Bundesländer und Gemeinden. Ein längst überfälliger Schritt, den wir in dieser Form auch gemeinsam umsetzen sollten. Denn dieses Insolvenzrecht stellt ein ganz klares Signal dar. Und das ist jetzt auch dringend notwendig. Ein nächster ganz zentraler Bereich war die Aufsicht. Und ein wichtiges Glied in der Aufsicht sind die Wirtschaftsprüfer. Und diese Wirtschaftsprüfer haben in diesem ganzen Fall Hypo eine ganz spezielle Rolle gehabt und keine besonders rühmliche. Die Confida hat die Bank über viele Jahre, nämlich von 1993 bis 2005, geprüft. Eine unendlich lange Zeit. Und natürlich gibt es über so eine lange Zeit ganz klare Abhängigkeit. Und interessanterweise ist dieses Netzwerk der Confida
gleichzeitig mitgewachsen im Südosteuropa, wo die Hypo expandiert hat. Und genau hier gilt es auch anzusetzen. Es braucht die Unabhängigkeit der Wirtschaftsprüfer und wir müssen uns alle verlassen können auf die Bilanzen. Auf die Zuverlässigkeit dieser Bilanzen baut nämlich die Kontroll- und Warnfunktion. Und daher, meine Damen und Herren, und es wurde im Mai, Juni verabsäumt, wo wir die erste Chance gehabt haben, hier die Regeln zu verbessern, zu stärken. Und daher braucht es einerseits eine Rotation bei den Wirtschaftsprüfern mit einem kürzeren Rhythmus. Ja, wir schlagen vor, auf 6 Jahre die Prüfzeit zu beschränken. Jetzt ist es 10 Jahre und das ist wesentlich zu lange. Das Zweite ist, wir brauchen einen Pool, der von der Aufsichtsbehörde in dieser Form zusammengestellt wird, von Wirtschaftsprüfern und hier die Zuteilung erfolgt. Auch das sichert die Unabhängigkeit und wir brauchen wesentlich strengere Haftungsbestimmungen für die Wirtschaftsprüfer. Ja? Weil es ist immer die Frage, wenn keine Haftungen da sind, wo ist dann die Verantwortung? Und genau das fordern wir in dieser Form ein. Ein ganz spezielles Thema war bei der Hypo die bankliche Staatenaufsicht. Das ist ein Dreieck aus Österreichischer Nationalbank, Finanzmarktaufsicht und Finanzministerium. Und was ganz klar wird, hier hat es de facto ein Verantwortungskarussell der Sonderklasse gegeben. Ja? Sie können sich noch erinnern im Ausschuss, die FMA hat ihre Ausführungen gemacht, die ÖMB ihre Ausführungen und vice versa hat der eine auf den anderen verwiesen und hat gesagt, naja, eigentlich hätten die machen sollen. Und bei den Aussagen ist ganz klar herausgekommen, es ist auch immer um Macht gegangen. Es ist um Machtkämpfe gegangen und damit wurde auch sehr viel versäumt. Ja? Die Hypo war die meistgeprüfte Bank. Die meistgeprüfte Bank. Wir haben die Berichte aus dem Jahr 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Was wurde festgestellt? Es wurde festgestellt, es hat Falschmeldungen bezüglich der Eigenmittel gegeben. Es hat Mängel im Berichtswesen gegeben. Mängel im Kreditrisikomanagement. Mangelhafte Kreditprüfungen. Und so hat beinahe jeder Prüfbericht ausgeschaut. So, und jetzt stellt sich die Frage, warum sind keine Konsequenzen gezogen worden? Und das ist ein zentrales Problem, wie die Aufsicht in dieser Form gestaltet war. Ja, es hat seitdem Verbesserungen gegeben, die teilweise auch auf EU-Regelungen zurückzuführen sind. Aber nichtsdestotrotz gilt es auch jetzt noch einmal genau drauf zu schauen, zu evaluieren, wo sind da Probleme und wo muss man nachschärfen. Und bei den Staatskommissären, die ein kleines Rädchen waren, gilt es einfach, ja, wie stellen wir das gesamt auf? Und entweder man stärkt die Position oder man schafft sie ab. Und selbstverständlich, und das betrifft die Frau Präsidentin, wir sind davon überzeugt, dass es notwendig ist, wenn die öffentliche Hand haftet, dass der Rechnungshof das Recht hat zu prüfen. Ja? Beziehungsweise, wenn es 25% Beteiligung der öffentlichen Hand gibt, dann muss auch der Rechnungshof das Recht haben zu prüfen. Und ich komme zu einem nächsten Bereich. Die Verstaatlichung, da waren es 2 wesentliche Kriterien, die vorher schon dazu geführt haben, ob es ein Partizipationskapital gibt oder nicht. Das eine war, wie gesund oder ist die Bank gesund oder krank, und das andere war die Systemrelevanz. Und dieses Thema der Systemrelevanz hat eine ganz wichtige Rolle bei der Verstaatlichung gespielt. Und da hat man sich auf die Expertise der ÖMB verlassen und da sei jetzt einmal angemerkt, da gibt es verschiedene Kennzahlen, an denen man sich orientiert. Und hat die Hypo in Österreich 1200 Mitarbeiter gehabt, waren es in Europa 7500. War der Marktanteil in Österreich bei 4%, waren es beispielsweise in Bosnien-Herzegowina 20,9%, in Montenegro 13,9%, in Kroatien 10,7%. Also wesentlich, wesentlich höher. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, warum bei der Verstaatlichung nicht der Schritt gesetzt wurde, entsprechend mit den Ländern in Kontakt zu treten, bei denen die Bank tatsächlich systemrelevant war, und zu sagen,
Liebe Leute, da gibt es ein Problem, da gibt es eine Baustelle. Schauen wir, dass wir eine gemeinsame Lösung finden. Machen wir ein Burden-Sharing. Beteiligt euch daran. Und auch das wurde verabsäumt. Und daher glauben wir, dass es auch bei dem Thema der Systemrelevanz eine Evaluierung braucht und man genauer darauf hinschauen muss, wann und wie wird klassifiziert und was heißt das in der Folge auch für die Aufsicht. Ja, und man darf jetzt hier nicht vergessen, und das möchte ich der Vollständigkeit heute im Ablauf auf erwähnen, auch nach der Verstaatlichung sind eine Menge an Fehlern passiert. Und ja, eine Restrukturierung, eine Bad Bank wurde rausgezögert. Es wurden nicht die so notwendigen Schritte gesetzt. Die Aufklärung wurde behindert und das Neugeschäft war auch mehr wie fragwürdig. Also die Probleme sind weiter fortgelaufen. Und ich möchte damit bei den Forderungen schließen. Ja, der Schaden ist jetzt da. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben im Moment die Last zu tragen. Wir glauben aber, dass es notwendig ist, dass diejenigen, die auch von der Rettung der Hypo besonders profitiert haben, und das ist selbstverständlich das Bankenwesen in Österreich, das ist das Finanzsystem, dass über die Bankenabgabe genau diese auch hier die Last tragen. Und insofern glaube ich, dass man die Bankenabgabe so konstruieren muss, ja, dass tatsächlich in absehbarer Zeit auch dieser Schaden abzutragen ist. So wie jetzt die Bankenabgabe aufgestellt ist, wird das nicht möglich sein. Und wir können Ihnen versichern, als Grüne Fraktion, wir werden in den nächsten Monaten daran konsequent arbeiten, genau diese Forderung in dieser Form auf die Wege zu bringen, umzusetzen, um einen solchen Skandal, einen solchen Schaden entsprechend in Zukunft verhindern zu können. Aus dem Hypo-Skandal sind viele Lehren zu ziehen. Unter anderem braucht es ein Gesetz zur Minimierung von Haftungen durch Länder und Gemeinden. Und es muss ein neues Insolvenzrecht her, das auch ermöglicht, dass Länder in Insolvenz gehen können, sagte Roberta Lichtenecker.